Wenn du Christ geworden bist und Jesus zu deinem Herrn und Retter in deinem Leben gemacht hast, dann hast du etwas Geniales empfangen, nämlich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, wohnt ab jetzt in deinem eigenen Geist. Er hat in dir Wohnung genommen. Und er fängt sofort an, dich mit Impulsen zu informieren, wie er dich leiten und führen und lenken möchte, damit dein Leben in die richtigen Bahnen kommt und einfach auf dem Weg Gottes vorangeht. Er will dich lenken. Und das geschieht, indem er einfach in dein Denken hinein Impulse gibt, in deinen inwendigen Menschen hinein Impulse gibt und du so eine Art inneres Zeugnis hast. Ein Zeugnis, dass du weißt, ja, das sollte ich tun, das ist richtig und dieses oder jenes sollte ich besser lassen. Und diesem inneren Zeugnis, dem solltest du viel, viel Wert zu messen. Im Grunde genommen gibt es zwei Komponenten, die wir berücksichtigen müssen, wie Gott uns führt. Das eine ist natürlich das Wort Gottes. Darüber geht gar nichts. Das Wort Gottes, die Bibel, gibt uns die grobe, große Richtung vor, gibt uns die Muster vor, wie wir leben sollen und was die wichtigsten Komponenten in unserem Leben sind. Weißt du, aber es gibt Details, die sind da einfach nicht enthalten. Ja? Beispielsweise, soll ich in eine Beziehung hineingehen? Welchen Beruf soll ich erwählen? Wo soll ich hinziehen? Dinge des alltäglichen Lebens, die du jetzt so in der Bibel nicht schlüssig unbedingt beantwortet findest. Und dafür brauchst du dann dieses inwendige Zeugnis, wo du einfach merkst, jawohl, über dieser Situation habe ich Frieden und über dieser anderen, da will ich lieber die Finger weglassen. Das kann mitunter sehr deutlich deinem eigentlichen Verstand widersprechen. Muss nicht, kann aber. Auf jeden Fall sollten wir diesem inwendigen Zeugnis sehr, sehr viel Wert beimessen. Wenn es vom Herrn ist, dieses inwendige Zeugnis, wird es niemals der Bibel widersprechen. Wenn du klar siehst, du meinst, du hast die Stimme des Herrn in deinem Inneren gehört, aber es widerspricht der Bibel, dann war es irgendwas anderes, aber nicht vom Herrn. Das heißt, du hast diese beiden Komponenten und sie werden dir helfen, dein Leben wirklich zu meistern. In der Bibel heißt es, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Es heißt, dass der Heilige Geist dich in alle Wahrheit leiten wird. Es heißt, dass in dir ein Zeugnis ist und dass dieses Zeugnis vom Herrn kommt, vom Geist kommt und dass es dich leiten kann. Oft haben wir ja das Problem, dass wir Angst davor haben, irgendwie etwas zu machen, eine Entscheidung zu treffen, wo wir denken, ja, vielleicht war es dann doch nicht vom Herrn. Ich rate dir, lass dich von diesem inneren Zeugnis leiten, von dem Gefühl, wo du denkst, das ist eigentlich das Richtige. Da kannst du ruhig mutig sein und kühn sein und vielleicht auch Entscheidungen treffen, die andere Leute vielleicht nicht so nachvollziehen können oder verstehen können. Der Herr sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist. Das heißt, der Heilige Geist selbst gibt deinem Geist Zeugnis davon, was richtig und was falsch ist. Lass dich davon leiten. Der Herr will dich führen. Er will dich in alle Wahrheit führen. Er will dich leiten. Vertrau auf das, was er in dein Herz hineingelegt hat. Überprüfe es an den Wahrheiten der Bibel und dann geh einfach kühn voran in das, was der Herr für dich hat. Denn er hat mehr für dich.